Hallihallo, Hallöchen, mit recht herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Aufnahme vom Let's Play Omsi 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns heute nochmal auf der Karte Hamburg Hafen City, wie letztes Mal auch schon. Und zwar hier mit dem E-Citaro, mit dem Hamburger Elektrobus. Das hat zwei bestimmte Anlässe. Zum einen wird der Kollege, den wir hier gerade im Bild sehen können, heute released. Heute am Donnerstag wird dieser Bus veröffentlicht, vermutlich im Laufe des Vormittags. Das heißt, das ist einmal Anlass, sich das Ganze nochmal anzuschauen. Und zum anderen, wie wir auch schon in der letzten Folge grob besprochen haben, sollte ja mehr oder weniger zeitgleich ein Update für Hamburg Hafen City veröffentlicht werden, also für alle Inhaber des Hafen City Add-ons, eine kostenlose Map-Erweiterung, nebst noch ein paar andere Neuerungen, die wir uns dann anschauen werden. Und genau, ein Teil der Erweiterung sehen wir auch hier schon. Wir befinden uns hier auf dem Betriebshof Alsterdorf, der, wie man schon bis aus der Ausstattung sieht, auch für Elektrobusse ausgelegt ist. Und das Nutzer, würde ich sagen, gerade auch einmal. Werde ich noch ein bisschen quatschen, können wir den Bus mal ein bisschen aufladen. So, machen wir hier die Klappe auf. Da können wir, da könnten wir quasi dann den Bus laden. Das sieht dann eben ganz cool aus, dadurch, dass das dann von oben kommt. Bin ich denn überhaupt in dem Bus? Ja, genau, da passt soweit, ne? Okay, das heißt, wenn man hier oben eben diese, Ladeteile einmal von der Decke hängen und je nachdem, also man könnte sich quasi auch einmal nach dort hinterbegeben. Ich glaube, da irgendwo ist auch der Spawnpunkt. Ich kann es mal ganz kurz ausprobieren. Genau, hier ist der Spawnpunkt. So ist er doch irgendwie gedacht. Da hängen dann hier überall solche Ladekabel von der Decke und über die Omsi-Tanken-Funktion, über das Alt-Menü unten rechts in der Ecke. So. Ja, genau. Ja, Kollege, du lädst. Das ist super. Er hat uns auch gerade schon akustisch mitgeteilt. Dann sehen wir das, was wir letzte Folge im Prinzip auch schon gesehen haben. Es hängt halt im Endeffekt ein weiteres Kabel von der Decke, das vorher natürlich offiziell schon da war. Und das haben wir quasi hier einmal in unsere Ladebuchse gesteckt. Und genau, das ist im Prinzip das, für das der Betriebshof ausgelegt ist. Das Kabel kommt somit halt eben optisch oben aus der Decke. Und genau so soll das eben dann mit unserem E-Citaro aussehen. Dafür ist das Update eben auch gedacht. Und ja, was wir heute machen, werden wir fahren einmal die neue Strecke ab. Das ist größtenteils einmal der Dienstweg zum U-Bahnhof Alsterdorf und von dort aus kann man natürlich wunderbar auf eine Linienfahrt starten. So, wir steigen, würde ich sagen, gerade mal ein. So, Elektrik fahren wir schon mal langsam hoch. Er kann ja weiterhin einen Ladevorgang machen. Ja, schon mal schafft er sogar. Genau, guck mal, wir sehen gerade, wir laden einmal auf. Sind schon bei 75%. Reicht natürlich auch locker für unsere Fahrt, aber ist immer ganz interessant, wenn wir hier stehen, das Ganze machen. Wir schauen mal ganz kurz nochmal den Betriebshof an. Da vorne ist eben die Ausfahrt. Das ist ein relativ großer Betriebshof. Und soweit ich das gelesen habe, löst er halt eben auch den Betriebshof Mesterkamp ab, an dem wir uns eben in der letzten Folge befunden haben. Und genau, stimmt, ich habe nämlich auch auf Google Maps mal geschaut. 2009 war das hier nämlich noch eine Baugrube, wenn man da von oben mal drauf schaut, auf Satellitenbild. So, genau, soweit so gut. Ich würde sagen, wir können das mit dem Laden auch mal abbrechen. Das sollte jetzt auch irgendwie mal, ist mal gut hier, ne? War genug gezeigt. Das heißt, wieder auf Tanken, das Altmenü abbrechen, das Kabel einmal mit Klick aus der Buchse nehmen. So, zumachen die Hütte. Ah, Vorratzug zu kriegen, das ist wirklich belastend. Achso, nee, ich muss... So, warte mal, der war mit M, ne? Es ist immer die verschiedenen Steuerungen. So, dann fahren wir nochmal langsam mit E, dann sehen wir dann auch mal ganz normal einmal hochfahren, gemütlich. So, genau, und das Vorratsdruck, das sollte sich auch gleich erledigen. So, wir sehen auch schon, ich glaube, da läuft jetzt gleich so was wie ein Kompressor. Ja, genau, wunderbar, ne? Wir bauen langsam Druckluft auf. Fahrplan, da kann ich schon mal kurz annehmen, auf der 109 ab U-Bahnhof Alsterdorf. Ich würde sagen, 11.45 Uhr ist eine Top-Uhrzeit, das sind jetzt ungefähr 10 Minuten. Heißt, wir melden uns einmal hier ganz kurz an. So, mit der super geheimen PIN, die wir natürlich nicht kennen. So, dann sind wir die, ja, da passt. So, 55110. Fahrt in 11 Minuten. So, soll ich mit dem Leerziel? Ja, fahr mal mit dem Leerziel, oder? Das ist, glaube ich, eine ganz smarte Sache. So, genau, das ist quasi unser Dienstplan. Das heißt, wir sollten jetzt auch noch gar nicht offiziell, wir sollten, also nur zum anderen Zeitpunkt offiziell ausrücken, aber hey. So, Lenkrad machen wir nochmal ein bisschen hier. So.
Für alle etwas größeren Menschen. Natürlich dann das Fenster ein klein wenig auf. So, ansonsten, ja, da passt ja alles. Das ist auf Automatik eingestellt. Wir machen noch ein bisschen Licht im Fahrgastraum, so wie wir das kennen. Und dann Gang ein und weiter geht's. Ansonsten den Bus jetzt im Detail, die verschiedensten Stellen. Das haben wir uns ja schon in der letzten Aufnahme angeguckt. In der Preview am Dienstag. Die kann ich für die, die das noch nicht gesehen haben, auch gerne einmal verlinken. Hier geht es jetzt eben so ein bisschen vorrangig um das Update der Strecke. Das wurde, ich glaube, gestern Nachmittag irgendwann mal auf Steam geladen. Ja, so plus minus ein bisschen. Kam das quasi am Mittwochmittag, wurde das Update veröffentlicht. Genau, eben wie anzunehmen war ungefähr so um den Zeitraum rum. In dem dann eben auch, genau, ne, Rumstammel und so, dieser Bus veröffentlicht wird, einen Tag vorher. Da passt er soweit auch schon mal ganz gut. Der Bus an sich hat auch nochmal das ein oder andere kleine Update vor Release bekommen. So, und hier wären wir jetzt erstmal ganz kurz an der Ausfahrt vom Betrieb. So, ich fahre auch extra einen kleinen Ticken langsamer. Ist ja hier alles Betriebsgelände, ne? So, dann versuche ich heute vielleicht auch nicht ganz so schlimm zügig zu fahren wie letztes Mal. Das war ja auch nicht ganz so eine smarte Sache. Na gut, ich habe auch vieles gelernt durch das letzte Video. So, ach, guck mal, wollte gerade sagen, oh, Kollege, guck mal, ich bin hier gerade am Ausfahren. Ich bin die 551 Käsekuchen, aber da weiß er scheinbar Bescheid, du, ne? So, wie kommen wir denn eigentlich hier hoch? Wahrscheinlich dürfte das relativ gut klappen, ne? Ja, guck mal, der zieht da richtig schön lang, du, das ist richtig praktisch. So, müssen wir hier einmal nach links, genau. Jetzt würde ich sagen, ein paar Worte zum kostenlosen Karten-Update. Das Ganze ebenso als Hauptfeature, eben wahrscheinlich auch aus Anlass zur Veröffentlichung dieses Busses, wurde eben dieser neue Streckenabschnitt hier gebaut. City Nord nennt sich der, weil wir uns eben so ein bisschen im nördlichen Bereich der City befinden. Wir sind eben relativ nahegelegen vom U-Bahnhof Alsterdorf. Ja, ne, da wo dieser Betrieb so weit einfach liegt. Und, ne, namensgebend ist natürlich auch mal so eine Sache. So, das ist quasi so der große und ich denke mal meist erwartetste Teil. Zudem, genau, für den neuen Bereich wurden auch noch ein paar neue Objekte gebaut. Das sind halt aber eher so Details. Vielleicht entdeckt sie der eine oder andere. Also wir haben einen modernen Blitzer, eine Deckenleuchte mit Leuchtstoffröhren und Fußgängerbrücken. Aha. Genau, die wurden dann scheinbar hier für den Streckenabschnitt neu gebaut. Das ist, denke ich mal, für Otto Normal-User nicht so das Ding. Und ja, auch für Kartenbau ist auch schon mal eine smarte Sache. Es gibt zumindest auch ein paar neue Objekte hier für den Bereich. Eben entsprechend auch neue Kreuzungen. Also die Kreuzung fallen halt auch nicht vom Himmel. Die wurde eben auch für dieses Update extra gebaut. Ansonsten dürfen wir uns auch auf ein neues, ich glaube, hier muss ich aber noch geradeaus, ne? Dürfen wir uns auch auf ein neues KI-Fahrzeug freuen. Der Mule Pluto. Hab den schon auf den Screenshots gesehen. Wenn ich den hier im Video sehe, werde ich es, glaube ich, mal ansprechen oder ich werde es vergessen. Wahrscheinlich werde ich es vergessen. Genau, dann gibt es noch so ein paar Sachen, die eher so auf Bugfixing abzielen tatsächlich. Und das, obwohl das Add-on doch schon einige Zeit veröffentlicht ist. Also wir haben ein paar Fehler beseitigt bei den hier fahrenden KI-Bussen. Umläufe, die nicht erkannt wurden. Takteinhaltung, Ampelschaltung. Das Ticketpaket wurde angepasst, wahrscheinlich für diesen Bus unter anderem auch. Dann Grafikfehler beim geparkten Volvo-Bus, okay. Was es nicht alles gibt. Ja, und dann nur so kleine Details wie Anzahl Aussteiger und so ein Kram. Ja, ne, und das KI-Verhalten der Fahrräder. Ja, ne, soweit so gut. Also tatsächlich viele kleinere Bugfixes, von denen man aber, wie ich finde, nicht mal unbedingt ausgehen kann, dass sowas... Oh ne, das passt sogar von der Spur her, ne? Von sowas kann man eigentlich gar nicht mehr unbedingt ausgehen, dass sowas auch gefixt wird. Viele Karten verbleiben eben mit solchen Fehlern und hier haben wir eben tatsächlich einige dieser Fehler beseitigt, was ja auch durchaus eine positive Sache ist, vor allem, weil das genau eben dieser kleine Abschnitt auch kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Ist natürlich jetzt auch kein Riesending, wie wir gleich sehen werden. Ich kann euch stammeln, das hat eine. Und ich kann eure Euphorie, das haben wir auch schwierig begriffen, ne? Eure Euphorie, kleines bisschen bremsen. Das ist jetzt nicht, dass wir hier eine ewig lange Fahrzeit haben, aber
Wir werden es ja gleich sehen, bis da wo wir angekommen sind. Das ist schon ein bisschen was. So, und hier ist da, was ich auch KI-Verkehr gelegt, wie wir da links sehen. Da fährt ein Bus. Was fährt hier denn schön? Das warte mal. Lass mal ganz kurz stehen bleiben. Müssen wir eher an der Ampel, ne? So. Oh ja, Taxi steht aber blöd. Die 26. Okay. Die wird das dann wohl sein. So, ne? Soweit, so gut. Ich denke mal, das haben wir jetzt einigermaßen abgefrühstückt. So viel eben zu den Neuerungen. Ach genau, ich habe mich heute mal für ein anderes Design des Busses entschieden. Was mit emissionsfrei Überflieger mit 100% Bodenhaltung. Ach, Bodenhaftung, ups. Mit der Bodenhaltung, das hat mein Kopf wohl draus gemacht, der Witz, aber... Ja, Bodenhaftung passt tatsächlich auch. Weil ich Bodenhaltung tatsächlich lustig finde. Weil das andeuten würde, dass es kein Verkehrsmittel der Lüfte, sondern eins der Straße ist. Oh, da wird jetzt aber... Warte mal. Ja, mal ein bisschen gucken. Wobei der doch relativ großzügig auf die ganz linke Spur wechselt. Dafür bedanke ich mich an dieser Stelle. Natürlich vielseitig. Und werde... Keine Ahnung. Irgendwas mit Taxis. Ich glaube, das könnte diese Fußgängerbrücke sein. Guck mal, die all um sagen umwogene Fußgängerbrücke. Wenn die das ist, krasser Shit. Hiermit haben wir nun offiziell ein weiteres Feature des Hamburg Add-ons ergründet. Ein weiteres Feature sind übrigens Hilfspfeile, die ich mir gerade mal namensgebend zur Hilfe dazu schalten werde. Ach nee, da vorne rechts. Gut, dann sollte ich den Weg eigentlich finden. Guck mal, da können wir heute mal eine Folge machen ohne diese nervigen Dinger. Es gibt auch eine Omni-Navigation. Ja, das ist in der Tat korrekt. Das mag es wohl geben. Davon hörte ich schon mal und das stellte ich auch durchaus schon das eine oder andere Mal vor. Gibt es ein bisschen in der älteren Version? Ich weiß es nicht, ne? Also, ich bin mit... Ach, guck mal, da links war der Blitzer. Guck mal. Gut, aber das Objekt kennt man ja auch schon von anderen Karten. Jetzt haben wir das ja auch nochmal auf Hamburg stehen. So, hier fahren wir dann ja... Richtung U-Bahnhof Alsterdorf geradeaus würde es eben den bekannten Betriebsweg weitergehen, wo es dann eben zum U-Bahnhof Borgweg, glaube ich, ist es dann dort geht und zum Betriebshof Mesterkamp, wo wir letztes Mal losgefahren sind. Das ist das Verbindungsstück, das sind wir auch schon das eine oder andere Mal gefahren. Da sollte also es nicht viel atemberaubend Neues sein. Genau, die Betriebswege sind halt auch, wie wir, glaube ich, schon an der einen oder anderen Stelle festgestellt haben, gestalterisch nicht ganz so auf der Höhe wie jetzt die anderen Teile. Aber ja, ne, sie sind auf jeden Fall da und wir haben jetzt auch zwei Betriebshöfe zur Auswahl hier auf der Karte. Und das ist auch schon mal was. So, guck mal, da haben wir das doch schon da oben. Die Gleise und hier links einmal, natürlich bekannterweise, U-Bahnhof Alsterdorf. Wir wenden da gerade mal ganz kurz... Und es war zeitlich ja tatsächlich gnadenlos, grandios. Hier, und ich bremse immer noch irgendwie zu spät. Das ist irgendwie nicht cool. So, das ist auch hier eine schöne Pausenhaltestelle. So, da können wir uns um ein paar Sachen kümmern, falls wir denn welche hätten. So, mach ob die Tür. Haben wir hier einmal bestätigen. 2 Minuten 10. Haben wir schon mal geschildert. 109 Hauptbahnhof ZDB auf der Innovationslinie. So, wie ich jetzt auch gelernt habe, sind diese, ja, Ladestationen, was auch immer wir da gesehen haben, wie zum Beispiel, wie die hier eben aufgebaut sind, das ist eben nur für Busse gedacht, die eben auf dem Dach ein Gestänge zum Laden haben, dass sie dann da oben andocken. Da kann man nicht im Kabel ran, sondern das wird eben so gemacht. So, ist hier denn überhaupt... Will da keiner mitfahren? Oder ist schon noch richtig, oder? Ich stelle mich immer hier hin. Ich weiß gar nicht, ob ich hier so sinnvoll stehe, aber wird schon passen, ne? Hauptbahnhof ZOB. Alter, der Takt ist aber auch nicht schlecht. Du, 8-Minuten-Takt. 7. Ja, so irgendwas zwischendrin. Ah, 15 Minuten. Ah, 7,5-Minuten-Takt. Ich hin's verstanden. Ja, gut, da können wir das Menü schon mal vorstellen und hoffen, dass hier was passiert. Dass zum Beispiel Leute auftauchen, die mitfahren. Ach, guck mal. Wollt ihr vielleicht unten einsteigen? Mal ganz kurz zur... Och, Kinders. Ja, dann steigt halt vorne ein. Das ist mir jetzt auch egal. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Haben wir euch? Oje. Jo, mei. Die ist doch fein. So, 20 Sekunden. Ich glaube, die werden wir überleben.
Kommt ein paar Minuten schon der nächste und wir als Solobus. Wobei, so unrealistisch ist das gar nicht. Wir sind schon das ein oder andere Mal in Hamburg auch mit der Linie hier gefahren. Und ja, da sind Solobusse auch tatsächlich anzutreffen. Von daher soll das auch nicht so schlimm sein. Aber KI-mäßig lösen wir wahrscheinlich gerade einen Gelenkwagen ab. Von daher haben wir dann noch ein bisschen weniger Kapazität. So, jemand da, den wir irgendwie... Ne, gut. So, da stehen wir auch noch als sofort... Ja, das ist so ein 7-Minuten-Ding irgendwie. Ich vermute mal, dass das gedacht ist, dass du einen Viertelstundentakt hast und dann nochmal zwischendrin nochmal ein. So komme ich jetzt auf 7,5 Minuten, damit zumindest die Abfahrtszeiten konstant bleiben. Was ich mir komisch vorstelle, ist tatsächlich nach einer 7-Minuten-Takt, da hast du dann dauernd eine andere Abfahrtszeit, dir zu merken. Wobei, das in Frankreich, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, ne? Wir waren mal in Paris. Sind dann mal mit dem Bus gefahren. Ich glaube, es war sogar undankbarerweise irgendwie in den Ferien an einem Sonntag, Feiertag, whatever. Auf jeden Fall, dann waren sowieso keine Busse fahren. Und da war irgendwas tatsächlich mit einem sehr, sehr strangen Takt. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau dran erinnern, wie viel das war. Auf jeden Fall eine richtig schöne, krumme Zahl. Also irgendwie ein 21-Minuten-Takt oder so ein Kram. Ja... Ne, vor allem, das ist auch keine Dichte mehr, wo du sagst, ja, ich stelle mich einfach hin und warte, sondern bei 20 Minuten guckt man schon, dass man vielleicht genau dann zur Haltestelle läuft, wenn man es denn braucht. Aber hey, ich kann ja vielleicht nochmal zwischendrin recherchieren. Vielleicht bekomme ich das ja raus. So, vorne muss er eher mal nach links. So, vielleicht bekomme ich das ja tatsächlich raus. Das wäre doch jetzt unfucking fassbar spannend. Ah, hab's sogar schnell gefunden. So. Ah ja, genau. 18 Minuten Takt, 22 Minuten Takt, 17 Minuten Takt. Ja, ne? Und dann noch immer schön unterschiedlich. Also einmal, genau, da sind die Abfahrtszeiten folgendermaßen angegeben. Von 7 bis 8.15 Uhr kommt der alle 17 Minuten. Dann von 8.15 Uhr bis 13 Uhr alle 12 Minuten. Ach, ja, da weiß auf jeden Fall richtig schön, wann der Bus kommt. Naja, gut. Bei alles so im Bereich 10 Minuten, da kann man tatsächlich noch hinlaufen und warten, aber ja, ich weiß ja nicht. Ne? Ich habe da doch, glaube ich, ganz gerne auf das in Google Maps integrierte Fahrplan-Informationssystem zurückgegriffen, was einem dann auch tatsächlich die eigentlichen Abfahrtszeiten anzeigt. So, Tageskarte, ganz Tageskarte. Ich lese einmal Gruppenkarte, bitteschön. So, wobei, da finde ich die Elektrotür gar nicht so schlimm. Ich bin sonst eigentlich absolut kein Verfechter der Elektrotür. Hier finde ich das tatsächlich irgendwie akzeptabel. So, ich würde auch ganz gerne irgendwie auf dem Display rumschalten. Den Ladestand finde ich mal ganz spannend, ne? Heraus haben wir ja keine, ist ja schon mal schön. Ja, dann haben wir mal den Ladestand hier, ne? So, du wartest, ne? Also nur mal so, gut. Fein. Das Einzige, was jetzt nicht passieren darf, sind eine Haltestellen auslassen, weil das könnte tatsächlich sein, dass ich hier die eine oder andere Haltestelle übersehe. Ja, wäre natürlich uncool, aber hey. Und natürlich zu schnell fahren, das ist auch so ein All-Time-Favorite. Sonst ist das doch durchaus eher ein Urgestein der Omsi-Geschichte. Ach ja. Ich weiß so, Hamburg, Linie 109 und die 688, das war tatsächlich, also kartengestaltungsmäßig seinerzeit tatsächlich echt ein Meilenstein. Was eben zu der Zeit veröffentlicht worden ist. Das ist ein Add-on, da hat man sich seit der Ankündigung tatsächlich unglaublich lang drauf gefreut, dass das dann kam. Der Trailer, den fand ich auch unglaublich überwältigend damals, auch mit dem realen Vergleich, wie das da eben auch tatsächlich aussieht. Ach ja, das weiß ich noch, das war eins der generell prinzipiell eines der ersten Add-ons nebst dem Wien Add-on und dem Stadtbus O305. Das waren so die ersten, aber auch glaube ich erst auch noch vor Omsi 1, genau, vor allem überhaupt nochmal vor Omsi 1, aber dann auch nicht allzu schnell nach Release, weil das alles wahrscheinlich auch durchaus ein bisschen Bauzeit gebraucht hat. Waren auch ein bisschen aufwendiger und vor allem finde ich, jedes Projekt für sich hatte eine Innovation eben, auch gerade der O305, der mit seinen Schaltgetriebeskripts für die ganzen Perutinus-Busse auch noch heute eben weiterhin vorausgesetzt wird und Hamburg eben mit den ja, ne, aber das war auch so die erste Karte, wo man wirklich großartig andere Texturen hat. Also hier sind ja die ganzen, oder halt viele Straßenzüge als Kreuzungsobjekte eingebaut und verwenden eben nicht die standardmäßige
Omsi Asphalttextur, sondern eben die ja, das war tatsächlich, das gab gleich sofort ein ganz anderes Bild, als man das bisher kannte. Dann die blinkenden Objekte auf der Reeperbahn, das hatte man damals alles noch nicht. Ne? Das hier war, hat hier war Innovation. Ich bin, ja, ne, es ist deswegen so ein kleiner Meilenstein, deswegen hoffe ich mal. Eigentlich war das so gerade die Begründung dafür, dass ich hoffe, dass ich den Weg ohne Pfeile finde. Weil ich von mir hoffe, dass ich, ja, hier so oft unterwegs war, dass ich das noch weiß. So. Mal schön hier den, die Batterie da leer fahren. Fantastisch. Fantastisch. Ach ja. So. Erwartet alle der Sechee. Ah, die Beschleunigung ist schon der Shit, ne? Ich bin jetzt so, also gefühlt maximal halb auf dem Pedal gewesen. Was war denn das? Bin ich gerade irgendwo angeeckt. Das hat mir irgendwie gerade erstmal mein Rad zerrissen. So. Ja, die wollen alle nicht einsteigen. Das finde ich immer so mittelmäßig. So. Und zu damit, ne? Zu die Hütte und weiter geht's. Gut, ich glaube, die Minute Verspätung, die kriegen wir locker noch wieder reingefahren, so wie ich den Fahrplan kenne. Da haben wir nicht irgendwie Samstag oder so? Nee, mit, ja, fast, ne? Mittwoch ist er der Samstag des kleinen Mannes. Nee, keine Ahnung, ist es nicht, ne? Aber. So, guck mal, jetzt fahren wir mal so richtig vorausschauend. Da vorne ist der Ampelrot. Wir bremsen. Richtig schön, effizient mit unserem rückkoppelnden Energiez habe ich, glaube ich, auf 76 hatten wir geladen, ne? Heißt das hier, ist das grüne Symbol? Ich habe das leider nicht. Ich glaube, es gab es auch ein Handbuch dazu. Das hätte ich vielleicht mal lesen können. Aber ich glaube mal, so die Main Features haben wir tatsächlich auch gesehen. Oder zumindest ansatzweise demonstriert. Ja, genau, von daher sollte schon passen. Genau, was ist denn dann eigentlich? Ah, okay. Cool. Da. Wollt ihr mal angeschaut haben. Jodele. Gerade hier sind wieder 50. Gut. Werden wir es natürlich tun. So. Oh, das war jetzt richtig sinnlos, ne? Richtig schön viel Energie rausgeballert. So, Lattenkampfstieg. Dann kommt er mal rein hier. Guten Tag. Moin. Hallo. Und Abfahrt. Ach ja, die bisschen Elektrogeräusche. Dann die Achse beim schneller werden. Ja, das Aquim hört man tatsächlich nicht. Winterhude Marktplatz. Marktplatz. Ja, sein feiner Marktplatz. Nee, Quatsch. So, wollen wir mal gucken. Vielleicht bleibt das. Genau, ihr seht schon, das haben wir hier zeitlich wieder mal vollkommen im Grün, beziehungsweise dem Almex nachzuurteilen, im roten Rahmen. Einfach für natürlich, guck mal, das ist tatsächlich Markt. Krasser Shit, ne? Was halt nicht alles gibt hier. So, jetzt haben wir echt gefühlt eine Minute Fahrzeit und zwei Minuten rausgeholt hier seit der letzten Haltestelle. Aber da haben wir hier ein bisschen Zeit. Das ist auch nicht schlecht. So. Machen wir mal alle Türen mal mit auf hier, würde ich sagen. Komm. Moin. So, machen wir hier mal noch auf die Hütte. Steigen einmal kurz aus. Ja, komm. Ach, aber laut hier draußen, ne? Möchte ich ein bisschen gar nicht aussteigen. Das hat auch ein cooles, cooler Schnappschuss, ne? Ja, das ist schon ein nicer Schnappschuss. Mal gucken, vielleicht nehme ich auch den. Ich hatte es eigentlich eher vorgehabt, den Betriebshof zu zeigen. Aber, naja, wird sich mal entscheiden. Was fährt hier alles? 25, ach, Bahnhof Altona, guck mal. Und auch hier Radfahrer. Ja, gut, die sind dann eher zur Distanzbetrachtung gedacht, denke ich mal. So. Gut, hier knappe Minute, würde ich sagen. Da kommen wir uns mal langsam wieder. Habe ich hinten gar nicht offen. Ja. Hab ich ja toll gemacht, ne? Wir müssen eh gucken, dass wir hier rauskommen. Ich kann mir vorstellen, dass wenn hier ein bisschen mehr los ist, dass das dann durchaus ein bisschen
Jo, dass die Leute dann sagen, nee, du Josch, dich lasse ich da jetzt nicht raus. Boah, aber die sind ja auch noch ganz... Ja, die sehen doch ganz zufrieden aus. Wie ist da noch gar nicht los? So. Mal gucken, was uns da reindrücken. Wenn es jetzt so bleibt, dann kommen wir ja gut raus, wollte ich gerade sagen, ne? Dass wir auch quasi Standgas haben und rollen, ist ja interessant. Aber da, den habe ich jetzt nicht gesehen. So, nächster halt. Klingboing. Ach, dauert noch ein bisschen. Okay. Da muss ich noch quatschen. Ich könnte jetzt hier so eine... Ich könnte so eine schöne Moderationsabgabe an die Ansagenstimme machen. Naja, das hat ja wieder grandios funktioniert. Unfassbar. So. Ich glaube, da sind wir hier richtig. Was haben wir denn? 25 Bahnhof Altona. Müsste trotzdem passen, ne? Ah, das ist jetzt traurig. Das ist die einzige Kreuzung, bei der ich immer verkacke. Ja, jetzt sieht aber schon richtig aus. Ja, ja. Ja, genau, das Bild hier auf, da kommt mir schon eher bekannt vor. Ach ja, schön. Auch echt cool, mal wieder hier zu sein auf der Karte. Achso, ich werde gerne gucken, was wir hier haben, aber 11:45 Uhr. Haben wir 8 Minuten Pause. Da können wir zurückrechnen. 31. Boah. Anfang 20, das dürfte gar nicht mehr allzu weit sein, wird sich aber wahrscheinlich noch ein bisschen ziehen. So, und los geht die wilde Fahrt. Schon ein bisschen nicht ganz so eine wilde Fahrt. Ja, die armen Fahrgäste, ich weiß. Die können einem ja auch leid tun hier. So. Ja, da kommt richtig schön aus dem Quark, glaube ich. Ich glaube, wenn man da richtig drauf tritt, dann ist auch weniger energieeffizient. Was, Josh, wirklich? Ne, also im ersten Moment halt nicht, aber... Man beschleunigt dann halt echt unglaublich stark. Wobei, bei der Bahn ist er zum Beispiel, ich glaube, es wird hier auch nicht anders sein, dass es sinnvoll ist. Ah, nee, das kann man nicht machen. Dass es sinnvoller ist, quasi zügig zu beschleunigen. Habe ich erstmal gedacht, ja, woran liegt das? Ist da vielleicht die Effizienz des Motors? Ja, gut, Motor klingt immer so ein bisschen komisch, aber es ist auch nichts anderes als Elektromotor. Ja, ist halt die Effizienz von dem Elektromotor irgendwie besser? Nee, die Begründung, also die tatsächlich wirklich sinnvolle Begründung ist, wenn ich zügig beschleunige, muss ich auf eine weit geringere Höchstgeschwindigkeit beschleunigen, um in der gleichen Zeit die vorgegebene Strecke erreichen zu können. Was ja auch Sinn ergibt, wenn man hier die normale, kann man weniger wissenschaftlich begründen, aber du hast halt natürlich, ne, für die... Ach ja, Käsekuchen. Ne, wenn ich schneller auf eine höhere Geschwindigkeit bin, also schneller beschleunige, dann brauche ich nicht in der Spitze ganz so schnell hoch beschleunigen auf so eine ganz schnelle Geschwindigkeit. Ja, um halt denselben Weg innerhalb der Fahrplanzeit zu schaffen, was ja prinzipiell immer das Ziel von allen Verkehrsmitteln ist. Ergo, ja, ne? So, das war jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Grober Exkurs, aber ja, das ist dann tatsächlich das Argument, was mich wirklich überzeugt hat, zu sagen, ja, also zügig beschleunigen, ja, da gibt eigentlich schon in vielen Fällen Sinn. Also nicht, wenn man es, wie hier, weiß ich nicht, Autoposer Channel 1, 2, 3 in der Innenstadt da meinen, ach, guck mal, da vorne ist eine Kreuzung mit Stoppschild in 250 Metern. Lass mal voll auf Gas drücken, Mami. Ja, das ist, nee. Wirklich, wirklich nicht. Es ist nicht smart. Dann hast du nämlich die ganze Energie, die du in die Geschwindigkeit gesteckt hast, die ja, wird da dann gleich wieder von der, ja, fällt den Bremsen zum Opfer, aber geht halt eher so in Bezug darauf, dass man weiß, dass man längere Strecken fährt und da das einigermaßen zügiges Beschleunigen, also, ne, nicht volle hier Pedal to the Metal und sowas. Es geht auch um die Fahrgäste. Aber eher so bezogen, dass man nicht ganz so trottelig anfährt. Auch wenn man noch Fahrzeit zur Verfügung hat. So. Hier bin ich mir ein bisschen unsicher. Ich glaube, hier mal geradeaus. Ja, da wird schon passen hier, ne? Klingboing. Nächste Haltestelle.
Ja, das mit dem Kling-Bing-Boing, das habe ich mir jetzt einfach mal dazu gedichtet. So, da können wir ja schon mal frühzeitig Energie rückgewinnen. So. Ah ja, die Stegbrücke. Da kann man auch als Stegbrücke sehen, wenn man ein bisschen nuschelt. Genauso wie, ich weiß nicht, ob wir das schon mal im Let's Play erzählt haben. Wir waren mal in Hamburg, dann da sah ich, ich weiß nicht, ob das auf einem Schild, auf einem Bus oder wo auch immer war, grüner Grasbrook geschrieben. Und Josh liest halt irgendwie grüner Grasbock, ja, das ist auch super. Und die Osaka-Allee war auch schon mal die Oscar-Allee. Also ist immer ein bisschen, ja, da darf man nicht auf einmal irgendwelche Buchstaben unterschlagen, das ist fatal. So, ich wollte sagen, also die Fahrradfahrerin wird da noch nicht hier gewesen sein. So, komm. Was war denn da jetzt los, meine Güte? Ich bin noch nirgendwo. Ne, wirklich nicht. Da war nix. Bin innocent. Dann steigt halt aus. Meine Güte, da war nix. Also wirklich nicht. Oder der Mülleimer. Das weiß ich nicht, ob ich vielleicht ein bisschen arg... Er steht aber auch gefährlich nah tatsächlich. So, swoosh. Ach, guck mal. Ja, da passt ja hier. Wie die Faust aufs Auge, du. Weil das auch wahrscheinlich irgendwie... Ja, weiß nicht. Ich will mal nicht überlegen, in welchem Kontext dieses... Oh, ja, vielleicht nicht ganz so die Kurve schneiden. Will eigentlich nicht wissen, in welchem Kontext dieses Zitat das erste Mal gefallen ist, wenn ich ehrlich bin. Das nee, ist nicht so mit... Friede, Freude, Eierkuchen, Pazifismus und Go verbunden war. Ja, Schwör, ey. Zu verbinden. Ich hatte noch mal irgendwas anderes, wo ich immer so einen lustigen... ich hab's schon wieder vergessen. Warte ich immer... genau, wer bin ich, der das zu verurteilen vermag und sowas. Das war immer so ein Klassiker im Let's Play hier. Wo man sich so schön... Ja, grammatikalisch auf die Nase... batschen kann. Ja, einfach mal irgendwelche Sprichwörter erfinden, ne? Sich auf die Nase batschen. Ist auch, finde ich, auch gar nicht schlecht jetzt zum ersten Moment. Sich auf die Nase batschen. Wobei, man soll sich jetzt zurzeit nicht so ins Gesicht nehmen, muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Zurzeit soll man ja ein bisschen aufpassen, womit seine Griffel ist. Deswegen würde ich sagen, predige ich das auch mal. Auch ganz sinnvoll, damit wir vielleicht zügig irgendwann wieder alle Sachen unternehmen können, die wir gerne wollen. So, Josh Plädoyer am Donnerstag. Ne, sieh mal das Wort zum Sonntag. Wobei, im Endeffekt ist das Wort ja vor dem Sonntag draußen. Das heißt, man kann sich das anschauen und am Sonntag kann man sich das zu Herzen nehmen. Ist das nicht eine super Sache? Das Wort zum Sonntag kann man einfach an einem beliebigen Wochentag veröffentlichen. Weil das ja eh selten ist, dass die Zuschauer, also das ist eh selten, dass die Leute das Video gleich sehen, wenn es veröffentlicht ist. Viele würde sehen es einige Tage später und ganz viele auch erst ganz, ganz viel später. Ne, es ist tatsächlich so. Das kenne ich ja auch aus meiner eigenen YouTube-Guckerei. Also ich habe ja auch angefangen als YouTube-Schauender. Ja, finde ich aber ein bisschen schade, dass hier so ein bisschen wenig ist tatsächlich. Ja, wobei das wäre ein Update für Hamburg Tag und Nacht. Ja, es ist, ich weiß nicht, damals war das wahrscheinlich irgendwie ein bisschen nicht aufgefallen, aber ich finde, jetzt geht das nicht mehr so wirklich. Finde ich jetzt zum Beispiel. Also wenn auch an den Karten gearbeitet wird, ist das irgendwie, weiß ich nicht, ein Punkt, wo ich denke, das hier ist vielleicht auch ein ganz relevanter Faktor irgendwie. Vor allem, genau, das ist immer, was ich, wenn ich selber, meinetwegen, gut, was ich jetzt in letzter Zeit aus Zeitgründen eigentlich nicht mehr wirklich mache, aber irgendwie Maps teste im Sinne von Beta-Tests und Co. Ist auch gerade da Gestaltung wichtig, wo man Zeit verbringt als Busfahrer. Ne? Also wenn ich jetzt hier irgendwo eine Seitenstraße habe, wo ich nicht wirklich reinschaue, wie hier zum Beispiel da vorne, da ist es relativ unwichtig, weil da guckt man nicht rein. Es ist nicht rechts vor links, es ist egal, wie das da aussieht. Aber an der Haltestelle guckst du halt nach rechts und gerade eigentlich immer im Blickfeld des Omsi-Fahrenden, da sollte halt der kranke Schütze zu sehen sein. Und man sollte sich auch nicht drauf fokussieren, anstellen, wo man eh nicht hinschaut, unnötig Details zu verbauen, weil das eben ausschließlich auf die Performance drückt. Ja, ne, das ist Joshs Map-Ratgeber. Voll der Shit, ne, ich weiß, ist mega. Aber irgendwas wollte ich mit YouTube erzählen. Ach ja, Videos später gucken, ja, das ist normal.
Thema abgeschlossen, ne? Nee. Ich meine, ich habe ja selber, man fängt ja irgendwann, also das ist immer das klassische YouTube oder einen bestimmten YouTube-Kanal schauen, fängt ja irgendwann mal damit an, dass du ein bestimmtes Video durch Zufall entdeckst. Entweder weil du nach einem bestimmten Thema suchst, was ja dann heißt, dass der YouTube-Algorithmus, also der Suchalgorithmus, das Video so ranken muss, dass du es auch unter dem Suchbegriff findest. Natürlich hat der Creator in dem Sinne ich da halt auch Einfluss drauf, dass das gefunden wird über Tags, Titel, Videobeschreibung, Gedöns, aber das ist weit nicht mehr so wichtig als früher, als wie früher schwur. Also gefühlt kannst du heutzutage Tags einfach komplett weglassen, das interessiert kein Schwein mehr. Es wird alles über Titel und Videobeschreibung. So viel wichtiger, was da drin steht, das mit den Tags ist tatsächlich irgendwie, weiß ich nicht. Na gut. Aber oh, beiseite. Du wirst quasi über den YouTube-Suchalgorithmus auf ein Video aufmerksam. In den seltensten Fällen wahrscheinlich über irgendeine Verlinkung an irgendeiner Stelle. Hallo? Kann natürlich auch vorkommen. Oder ich stelle mal ganz kurz, ich bin mal ganz kurz hier. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich? Ja, es ist schon zu spät. Genau, so irgendwelchen YouTube-Suchalgorithmus oder halt durch den normalen Algorithmus, in dem halt irgendwelchen Vorschlägen landet. Und ja, wenn man dann das erste Video schaut und sich denkt, ja, ne, kann man sich geben, was ich mir vorstellen könnte, dass bei diesem Kanal hier nicht wirklich eintritt, dieses Gefühl. Aber gut, es mag Leute geben, die da denken. Und diese Meinung akzeptiere ich. Nee, das ist zumindest bei mir so, ja, dann schaust du halt erstmal ein paar, vielleicht erstmal ein paar aktuelle Videos durch. Aber dann kommt man auch relativ schnell umhin, dass man von dem Projekt, was man am liebsten bei den Medien schaut, dass man sich da alte Videos anschaut. So, guten Tag, Kollege. Und war aber knapp. Ich habe mir den Spiegel abgefahren. Naja. Und genau, ergo, man schaut sich alte Videos von demjenigen an und ist dann damit quasi ganz, ganz fern ab von dem eigentlichen Veröffentlichungszeitraum. Aber ja, das ist aber, ich kann das nachvollziehen, wenn man hier so über aktuelle Themen redet. Deswegen vermeide ich es, auch so Sachen zu sagen wie, jo, am Samstag ist Livestream. Also, es ist tatsächlich am Samstag Livestream. 19 Uhr, hier auf YouTube, schaltet alle ein. Nee, aber deswegen vermeide ich sowas zu sagen, weil das ist mega. Also für die, die das später gucken, ist halt mega. Oh, guck mal, das spawnen Autos. Für alle, die das jetzt später schauen, ich meinte Samstag, den, was hat der 6. Juli 2020. Es reicht ja nicht nur den. Ja, blubber, blubber, blubber. Ist gut. Reicht ja nicht nur irgendwie Tag und Monat dazu zu sagen, sondern, ja, das ist ja für Jahre archiviert, hab ich mal gehört. Und, ja, ne, entsprechend so ist dem wohl an dieser Stelle. Ne, man versucht sich so ein paar Marotten entweder abzugewöhnen oder gar nicht erst anzugewöhnen. Wie das mit dem Ankündigen von Sachen in Videos. Also wenn, dann gibt es dazu halt einen Post oder ein extra Video. Ja, wobei sie es halt auch nicht immer vermeiden lässt, dann hier über sowas zu reden. Was halt auch mal eine Sache ist, das sind dann irgendwie aktuelle Themen, nicht im Sinne von jetzt die, die den Kanal oder Ankündigungen betreffen, die den meisten sowieso eigentlich am Popos vorbeigehen. Also das ist den meisten vollkommen egal, die man davon ähnlich Videos schauen. Die wenigsten wollen, boah, ich will den Livestream gucken, ich will wissen, wann das und das rauskommt. Ja, das machen wollen die wenigsten, deswegen. Moin. Ne? Und wenn ich da rein, aber andere aktuelle Themen verlieren natürlich auch trotzdem mit der Zeit irgendwie an ihrer Relevanz, aber das ist, glaube ich, ganz normal und das ist auch, finde ich, gar nicht so schlecht, weil das ist mega interessant. Das zeigt, was zur Zeit der Videoproduktion quasi so aktuelles Thema war. Also wird wahrscheinlich ganz interessant zu sehen sein, was ja, über das ganze Pandemie-Zeug da in den ganzen YouTube-Videos geschwafelt wurde oder auch generell, die, genau, das ist, fängt ja nicht nur dabei an, das sich anzuschauen, was die Leute erzählen, sondern auch die ganzen Sachen, die quasi, die sich eben bildlich in den Videos verändern. Also gibt so viele Leute, die jetzt quasi ihre Collabs, ihre Kooperationen, Collaborations, nicht über, ne, wie früher über, jo, komm, ich lade dich mal zu mir ein in eine Butze, sondern das wird jetzt alles über Skype, Calls, FaceTime, Einblendung oder wenn dann einer da ist, über irgendwelche Trennscheiben dazwischen sowas gemacht. Also das sind so Zeitdokumente, aber genau, das hört ja nicht bei YouTube auf. Es gibt da so viele andere Fernsehformate,
Die fährt nicht quer rüber, okay. Gibt so viele andere Formate, in denen das eben auch gelebt wird. Also ich glaube, das weniger Spannende wird, später zu sehen, wie und was darüber geredet wird. Das stelle ich mir jetzt nicht so spannend vor. Aber einfach zu sehen, wie dann quasi der Kollaborationsalltag und andere Sachen eben einfach ausgesehen haben. Welchen praktischen Effekt, also welchen praktischen Effekt das Ganze eben hatte. Praktisch nicht im Sinne von, oh, ist aber super praktisch, dass deine Scheibe zwischen uns ist, sondern praktisch im Sinne von, aus der Praxis entnommen. So. Ich glaube, jetzt dürfen wir fahren, ne? Also das können wir gleich grün. Schauen wir mal. Können wir schon mal vorrollen hier. Ja, ne, also das wird, glaube ich, eher der interessantere Part, das eben zu sehen. Ja, und ich glaube, da rollt auch noch ein bisschen was auf uns zu. Das ist, interessant. Und nein, Josh schlachtet das nicht, weiß ich nicht. Ich glaube aber, das kann man mir auch nicht. Ich bin der eine, dem man da vielleicht am wenigsten vorwerfen kann. Ach komm, wir hätten sogar ein Türschließen-Ding bekommen. Wäre natürlich Premium gewesen, dann hätten wir dann noch schön mit Freigabe und offener Vordertür stehen bleiben können. Aber hey. So, jetzt geht's noch über den Gänsemarkt, Rathausmarkt. Oh, da zum Hauptbahnhof, guck mal. Schön, schön, schön. So, ach guck mal, hier ist der Radstreifen. Meine Damen, Sie wissen, aber ich guck da mal nicht. Sonst muss ich Gewaltdarstellung und sowas ankreuzen bei YouTube, dass das hier in dem Video vorkommt. Ah, Tragödien. Ah, nee, sie ist sogar stehen geblieben. Ja, das ist ja gut. Ja, ist ja alles super. Ernstes Thema. So, genauso wie das dort jetzt hier länger gedauert hat, als ich gedacht habe. Da ist es jetzt belastend. Ich vermeide es jetzt präzise zu werden, warum ich gerade so auf die Uhr schaue, weil der Anlass in ferner Zukunft seine Relevanz verliert. Für euch sowieso gänzlich die Relevanz verliert, weil ihr daran nicht beteiligt seid, aber... Ja, ich weiß, ist das spannend? Nee, es ist vollkommen uninteressant. Nee, es ist vollkommen egal für euch zu wissen, dass ich jetzt eigentlich, dass jetzt gerade 19 Uhr ist und wir gerade gleich ETS drehen wollten. ETS-Konvoi, aber... ja, der feine Herr muss natürlich wieder zu spät kommen, das ist eine ganz wichtige Sache. Wie war das auch in Meetings? Die wichtigsten Leute kommen immer zu spät. Ich war's immer schon so eingebildet. Das müsstet ihr euch einbilden. Moin, moin. Moin, moin. Kommen Sie rein. Kommen Sie ran. Tageskarten. Na, das haben wir doch alle hier am Stissel um 2,50. Bitteschön. Das machen wir doch. Ihr schreit heute aber auch alle. Ich wahrscheinlich auch, ne? Ja. Oh, guck mal. Weißt du, was das geil ist? Ich habe, glaube ich, das erste Mal seit langem kann ich jetzt hier mal einen Schein verwenden. Geil. Das finde ich cool, dass man hier Scheine hat. Mag ich sehr, sehr gerne. Also das ist wirklich, das ist der Shit. Ah, belastend. Ist das sein Ernst? Er will das, also ich würde dir empfehlen, das nicht zu machen, wollte gerade sagen. So, ja, schön den Fahrradstreifen bekennen. Ich habe genau so ist das hier gedacht. Wobei ich ist das schon als Priorisierung für den ÖPNV konzipiert. Denke ich mal. Vermutet er, ne? So selbst voreingenommen, wie er halt eben ist. So, komm, hopp. Mach mal grün hier. Ich muss los. Ach nee, natürlich nehme ich mir für dieses Video natürlich auch gegenwärtig so viel Zeit, dass es... was willst du tun? So... Wollen wir da mal raus? Die sind jetzt aber doch relativ knapp am Bobbes geklebt. So, komm, jetzt können wir ein bisschen. Da ist natürlich. Weißt du, Anforderung? Ja, ist das eine Assi-Ampel, du? Schöne Alliteration. So, wird es wohl sein, ne? Guck mal, jetzt haben wir die Ansage schon abgespielt. Jetzt ist die Frage, ob die Ampel da vorne auch grün wird. Dann könnten wir nämlich mal die Beschleunigung hier richtig schön auf die Spitze treiben hier.
Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, wir sind auch nicht wirklich stark über 50 gefahren. Ich wüsste jetzt echt nicht, was die Vmax so einem Ding her ist, aber ich glaube, so außerhalb des Stadtverkehrs für höhere Geschwindigkeiten ist das jetzt nicht so die Alternative, weil die Reichweite da halt doch relativ stark mit der Anzahl Kilometer korreliert. Und ja, Starbuck wieder irgendwelche hochgestochene Sülze. So, schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Ich hätte gerne den Kinderfahrschein, bitte. Hättest du den gerne? Das ist natürlich schön für dich. Kind. 1,10. 10 alle hast du nicht, gell? Danke. Bitteschön. So, hat er gepasst. Jetzt gucken wir, dass wir hier vielleicht noch wegkommen. Taxis, die nicht auf der Taxispur fahren. Hat das falsch? Achso, der muss vielleicht einfach nicht da lang. Ja, gut. Ja, weißt du, das ist halt aber auch. Ist aber auch verflixt. Ja, unsere schönen englischen Ansagen. Totally great, love it. So, jetzt weiß ich aber echt nicht, an welchem Bussteig wir halten müssen, ne? Also, Bussteig ist relativ, an welcher Position wir hier stehen bleiben müssen. So, eher da vorne, ne? Ja, da wo die Leute hinlaufen, das ist doch schon mal nicht so falsch. Ich kann die Leute rausschmeißen und sagen, ja, die Fahrt endet heute hier am Rathausmarkt. So. Schönen guten Tag. Hallo. Alle mal hopp, hopp, hopp. Haben wir keine Zeit. So, ihr habt euch aber, ja, denen geht's auch noch gut, ne? Einfach mal schöner durch den Bus. Ja, moin. So, dann befinden wir uns da auch schon auf der Zielgeraden in Richtung Hauptbahnhof. Ja, ist ja schön. So, machen wir Kling Boing hier, ne? Ach, dauert immer ein bisschen, gell? Ja. Ja, so säßen wir jetzt hier vorne, okay. Manni lenkt natürlich mit der Kraft seiner Gedanken diesen Bus. Das ist auch eine interessante Sache, dass hier eben Manni Busfahrer ist. Ist aber in Hamburg so, der hat sogar eine. Genau, der hat, glaube ich, sogar sein eigenes Hamburg Livery. Ja, Livery? Ach, keine Ahnung. Sein eigenes Hamburg Repaint, ne? Ich repainte Leute auch immer. Wobei, das hat er sowas von Buddy Painting, ne? Das ist ja auch irgendwie so ein. Ja, weiß ich nicht. Kann man gut finden. So. Steige jetzt nochmal ein hier. Schönen guten Tag. Tickets, braucht ihr was? Eine Brotstrecke, bitte. Ja, das haben wir doch. Guck mal, Aquaweide haben wir es auch gar nicht mehr. Bei dem Teil, ganz ehrlich, den könntest du fast auch laufen. Hier bis zum Hauptbahnhof. Na ja, gut. Wenn sie trägt, das scheinbar auch nicht schwer. So. Ach genau, schon ein bisschen hier noch zu dem Parkplatz. Ich weiß jetzt echt nicht, wo es in der neuen Version, wo ich da jetzt anhalten muss, ne? Ja, müssen wir gleich mal gucken. Also in der Hauptbahnhof Mönckebergstraße weiß ich noch, aber danach halten wir, glaube ich, irgendwie parallel zum Busbahnhof. Wir fahren da, glaube ich, gar nicht mehr richtig rein. Müssen wir mal schauen. So, wir sehen auch schon wieder Radfahrer, wobei das sollte jetzt noch kein großes Problem darstellen. So. Die wollen tatsächlich alle bis zum Ende mitfahren. Gut, da kommt wahrscheinlich auch ein bisschen besser in den Hauptbahnhof als hier. Und ihr wollt echt vom hier bis. Ja, okay. Ich hinterfrag das mal nicht, ne? So, schönen guten Tag, hallo. So, haben wir mal ganz kurz. Ah, natürlich ist er vorne rot geworden. Ja, super. Gut, dann wir sind immer noch super im Zeitplan, von daher. Also zumindest der Ingame-Zeitplan. Ja, ne? Aber das ist auch ein bisschen. Guck mal, jetzt haben wir fast sogar wahrscheinlich wieder knapp eine Stunde. Dann habt ihr ein bisschen was, um euch, falls ihr euch interessiert seid an dem Add-on, um euch die Zeit bis dahin ein bisschen zu versüßen. Deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich. Ja, blubber, blubber, blubber. Bitte alle aussteigen. Auch nochmal auf Englisch? Ja, natürlich. Please change here for Central Station and long distance buses. This bus terminates here.
Okay, vielen Dank. Irgendwann würde ich sagen, aber das ist Wurst. Achso, ja, hier passender Tag, ne? Hier. Nee, ihr könnt doch vergessen. Euch lasse ich nicht rein. Das ist keine offizielle Haltestelle hier für mich. Ja, natürlich. Was ist denn heute los? Grüne Welle ist aber, anders. Ist aber auch gut was los hier, ne? So ist es ja nicht. Schön. So, dann stehen wir da am Hauptbahnhof. Ach, guck mal, wir haben sogar Fahrtende. Das finde ich immer mega cool. Das sind Fahrtende. Gibt es jetzt auch schon in mehreren Städten. Finde ich eine sehr coole, innovative Sache. Ich meine, das versteckt auch so ein bisschen, welche Linie das mal war. Gut, ich denke mal, in der Stadt wird das nicht so ausgeprägt sein. Aber hier bei uns auf dem Land ist es echt immer so gewesen. Da kam halt ein Bus angefahren, der hatte eine Liniennummer drauf und da wusste so genau, ja, das ist der, der halt in 10 Minuten wieder zurückfährt. Da belagert man halt den Bus. Und ich meine, ich kann auch in vielen Stellen auch nachvollziehen, dass der Fahrer halt auch durchaus mal ein paar Minütchen Distanz von seinen Fahrgästen möchte und nicht sofort einsteigen lässt. Es sei denn, es gewittert, hagelt oder es schweinekalt, dann habe ich dafür nie so viel Verständnis, aber ich weiß auch nicht, ob ich das arg viel anders wäre. Ne? Ja, das muss man immer so sehen. Wenn man halt eben sagt, ja, guck mal, der macht da Pause, aber der lässt mir nicht einsteigen. Ist natürlich immer in der Situation für den Fahrgast an sich ärgerlich, aber ich meine, bei so gut wie allen anderen Jobs, sag mal, das ist jetzt ja Mobbing auf allerhöchstem Niveau. Das ist ja nicht mehr normal. Also, Verkehrsführung richtig am Stissel. Kann ich euch hier rauslassen? Nee, komm. Gut, wir müssen nach vorne anhalten, das habe ich gesehen. Ja, genau. Ich meine, in den meisten anderen Jobs machst du ja auch quasi, vor allem wenn du Kundenkontakt hast, machst du ja eh, sagen wir mal, deine Pause außerhalb des Kundenkontakts. Von daher, ja, ne, kann ich das irgendwie voll und ganz nachvollziehen, tatsächlich. So. Ja, wie lange kann man dann jetzt am Ende doch noch seine Pausenzeit minimieren? Die Ampelschaltung so, ja. Aha, ist das echt belastend. Ach, schön. Vor allem, ich wollte mir auch noch einen LKW zusammenbasteln. Mami, ich will weiterfahren. Jetzt mal ernsthaft, wird mir jetzt schon aber ganz schön. So, jetzt aber, komm. Aber echt, weißt du, bis zur vorletzten Haltestelle richtig schön, sogar ein paar Minuten zu früh und jetzt geht hier richtig ab. Na ja, gut. So, dann lassen wir euch viele Handels einmal kurz aussteigen. So, wunderbar, da war der Fahrplan. Dann bedanke ich mich an sich schon natürlich recht herzlich fürs Zuschauen und fürs dabei sein. Ihr steigt einmal aus. Wir sehen uns dann einfach in einer weiteren Folge wieder. Ansonsten hier oben, wer das erste Video zum Bus noch nicht gesehen hat, könnt ihr das gerne einmal anklicken. Ansonsten unten in der Videobeschreibung, falls ihr eben interessiert seid an dem Bus. Der ein oder andere Link, wo man das Ganze dann ab heute käuflich erwerben kann. Tja, ne? Hashtag Werbung Ende, wobei das muss man, glaube ich, tatsächlich als Werbung kennzeichnen. Ist egal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi und so, ne?